Ja, ihr Lieben. Jetzt habt ihr gesehen, wie man bei der ZX12R den Fehlercode ausliest. Und ich kümmere mich jetzt darum, dass hier der Ventildeckel wieder dicht wird. Das heißt, Ventildeckeldichtung erneuern. Dazu muss natürlich die ganze die Unterverkleidung und die Seitenverkleidung ist ja eins, ne? Das muss weg. Dann muss man hier diverse Kabel abstecken, die nachher hier zu liegen kommen, das auf die Seite. Dann muss der Ausgleichsbehälter hier seitlich weggeschraubt werden. Ich habe schon angefangen, weil ich immer wieder zwischendrin in die Werkstatt muss. Und jetzt habe ich mir aber gesagt, jetzt mache ich das hier mal fertig. Und dazu sage ich willkommen bei Niceye 36. Ja, das im Hintergrund ist meine Heizung. Und ich habe es gerne ein bisschen wärmer als 13 Grad. Man sieht ja schon, der Platz hier, der ist sehr gering. Ja. Wenn ihr euch jetzt vorstellt, dass dieser Kerzenstecker da wieder rein muss, aber Kawasaki hat das exakt genau ausbaldowert. Man geht hier hinten mit dem Finger hin und drückt hier leicht den Kerzenstecker in das Kerzenloch und dann buxiert man das Ding immer wieder hier hinten so dagegen drücken, ja, ganz sachte, ja nicht mit Gewalt. Und dann hat man irgendwann den Punkt erreicht, an dem der Kerzenstecker da wieder reinkommt. Also wenn man rauszieht, ich mache das mal eben kurz, der ist jetzt drin, ob jetzt 2 oder 3, spielt keine Rolle. 1 und 4 ist kein Thema, kriegt man locker raus. Schraubendreher hier oben ansetzen, dann hier mit festhalten und nur wirklich mit 2 Fingern immer wieder rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter, bis er sich löst. Die können hier und da ein bisschen festsitzen. Dann zieht man das Ding hier raus, bis man hier oben ansteht. Dann kippt man den leicht und beim Kippen immer weiter kippen. Ganz vorsichtig, ja nicht mit Gewalt, so ein Stückchen vor. Und dann kommt er raus, der Kleine. Ja. Oben drauf vorher ist diese Plastikabdeckung, die dann nachher hier drin sitzt, ein bisschen tricky zum Rausfummeln, aber immer wieder linke Seite, rechte Seite, immer wieder schauen, dass man hier oben in dem Bereich so weit wie möglich nach hinten kommt, nötigenfalls diesen Drucksensor, den ich ja schon ausgetauscht habe, noch mit erneuern und dann ist gut. Ja. So, dann sind hier 2, 4, 6 Schrauben für den Ventildeckel. Das Pair-System muss vorher raus. Ich versuche, dass ich euch das beim Zusammenbau dann zeigen kann. Ja. Jetzt sind wir hier so weit, dass wir den Ventildeckel runternehmen können. Ich schau mal, ob das so geht. Ja, das geht hervorragend. Gut, andere Seite auch schauen. Heizung mache ich gleich aus, das ist kein Thema. Und dann am besten auf die linke Seite rausnehmen, weil auf der rechten Seite ist die Steuerkette. Ihr rückt mal etwas zur Seite, dass ich Platz habe. So kann man es, glaube ich, sehen. Und dann kann man die hier schon rausnehmen und darauf achten. Hier hat es natürlich auch Dichtungen, die jetzt noch da drin liegen. Die müssen wir noch rausholen. Ja. Hier ist die erste. Da ist die zweite. Die dritte müsste drauf sein, genau. Und dann kommt die vierte, die ist hier drüben. Brauche ich euch nicht zeigen, das ist selbsterklärend. Gut, so. Und die Dichtungen hier, wenn die hart werden, dann sind die dafür verantwortlich, dass Öl im Kerzenschacht schwimmt.
So, jetzt war gerade Kollege Schnürfuß da. Währenddem wir da ein bisschen gesprochen haben, habe ich mal die Ventildeckellichtung abgenommen. Jetzt werden wir hier drüber wischen, dass wir die alte Dichtungspampe hier wegkriegen. Aufpassen, dass nichts reinfällt, obwohl es wird überbewertet, wenn da so ein kleines Stückchen Dichtmasse reinfällt. Das macht dem Motor nichts aus. Da hat schon mal einer irgendwie versucht abzudichten. Diese scharfen Kanten hier, die ihr da seht oder auch nicht, zeige ich euch. So, die scharfen Kanten, da ist es meistens, wo es raussabbert. Das zeige ich euch dann, wenn wir die neue Ventildeckeldichtung montieren. Dass wir das hinbekommen. Und immer darauf achten, dass so wenig Dichtmasse wie möglich an den Stellen hier zu liegen kommt. Ne? Mache ich und dann melde ich mich wieder. So, dann holen wir mal die Kerzen raus. Also Ventil, Deckel, Sitz ist sauber, wie man sieht. Oh, ja, richtig fest waren die Kerzen nicht. Ich will ja den Motor drehen und je weniger, ich mache das übers Hinterrad und einem eingelegten Gang. Ein kleiner Magnet. Und raus mit der Kerze. So sieht es aus. Ja. Ist beim letzten Mal nur angestartet worden zum Fehlercode auslesen und checken, ob die Sensoren ordnungsgemäß funktionieren. 400 Euro für den Scheiß, alter Falter. Aber was notwendig ist, ist notwendig. So, die hier auch entsprechend, die werden wir dann gleich neu machen. Freut sich mein Chef wieder, wenn er Umsatz macht. So, andere Seite genauso. Ihr dürft hier durchschauen. Die vierte habe ich schon gelöst und dann ist mir eingefallen, ich könnte ja die Kamera mit einschalten. Da geht es genau das Gleiche. Alle vier Kerzen scheinen gleich auszusehen. So. Und wie man sieht, man kommt dazu. Es ist eine Heidenarbeit. Aus dem Grunde, liebe Leute, wenn ihr an so einer Maschine, das muss ja jetzt nicht unbedingt die Kawasaki sein, aber generell solche verbauten Maschinen, wo man überall schlecht hinkommt und ihr habt das zerlegt, tut euch selbst den Gefallen. Solltet ihr nicht sicher sein, wie alt euer Material ist, das da verbaut ist. Macht alles neu, dann habt ihr Ruhe und ihr wisst, dass es auch passt. Schauen wir mal, ob wir den Motor gedreht bekommen. Das sollte ja eigentlich möglich sein. Ich habe keine vergessen, ich habe alle vier Kerzen da. Na, schauen wir mal in den dritten, ob es dann besser geht. Ja. Geht besser. So, ich schaue, dass ich hier auf die Katzenohrstellung komme. Wieder liebe Martin vom Zamsch Channel, den ich herzlich grüße. So, jetzt haben wir hier die Katzenohrstellung. Dann brauche ich meine Fühler leeren. Ventil spielt ZX12R. 0,22 bis
031. Ich habe hier 023 und 030 Auslass. Ja. Also das 023er Blatt sollte jetzt durchgehen, was es tut. Und das 030er Blatt hätte ich gerne, dass es nicht durchgeht. Dann sind wir genau in dem Bereich. Jawohl, da geht es nicht durch. Und das 023er geht locker flockig durch. Wir sind also in der Toleranz. Mehr mache ich nicht. Ja. So, weil es ist uninteressant, wie viel das Ventilspiel ist. Hier kommt es nicht drauf an. So, das war das, das war das, das war das. Und jetzt kommt das da. 023er. Saugend. Das 030er. 030er, wo warst du da? Komm her. Da bin ich nicht drauf. Jetzt. Na, geht nicht durch. Gut. Jetzt brauchen wir den da hinten. Oder? Na, jetzt machen wir noch Einlass auch gleich mit. Einlass bekommt 015 bis 024. Ich habe das 023er mal hier. Das sollte jetzt, wenn dann überhaupt, nur schwer durchgehen. Da sind wir daheim. Geht nicht durch. Und jetzt hier auch ein bisschen blöd zu sehen. Ihr steht mir im Weg. Ich muss euch mal verrücken. So. Ein kleines bisschen seht ihr ja noch, aber es ist einfach hier nicht möglich und ich möchte das jetzt im Augenblick auch nicht so großartig publizieren, weil ich fertig werden muss. Na, das 23er geht nicht durch. Dann brauchen wir 15. Mal schauen, 15. Wo haben wir dich? Da haben wir 18. 10, 15, 18. 18er hätte ich gerne, dass es durchgeht. So, 1, 2, da ist die Nummer 3. Man sieht so eigentlich recht gut. Ja, 18er. 18er geht saugend durch. Und hier, wo sind wir da haben? Da. Das geht auch saugend durch. Gut. Dann kommt der nächste. 1, 2, 4 müsste jetzt kommen. Und das 15er geht, ja. Geht. Bin ich hier überhaupt auf der Katzenohrstellung oder täuscht mich das jetzt? Habe ich jetzt die falsche Zündreihenfolge oder wie? Da, 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 da. Wo bist du denn? Ah, Leute, nichts sehen kann nichts. Wo ist meine Lampe? Da. Schauen wir mal von hier rein. Da müsste ich es eigentlich auch nicht sehen. Ja. Ihr Lieben, damit hat man zu kämpfen. Ja, die Nocke steht oben. Steht die hier auch oben? Na, ich muss nicht ganz. So. Immer noch nicht. Immer noch nicht. Noch ein Stückchen. So. Jetzt ist gut. So, 015er. Ja, saugend. Perfekt. Hier nochmal kontrollieren. Auch saugend. Dann brauchen wir, was haben wir gesagt? 24.
Und dann 23, 20, 25. Wo ist das 23er Blatt? Habe ich denn das jetzt schon wieder hin versteckt? 20. Habe ich doch da? Ist doch 23, nicht 20. Blindfisch, kauf dich mal eine Brille. So, jetzt den 23er. Der darf nicht durch, geht auch nicht durch. Und hier geht er auch nicht durch. So, Auslass haben wir gesagt. 22 bis 31, also die 23er nehmen drunter, wenn es geht, Martin. Der 23er geht durch. Und hier, 23er geht durch. Dann brauchen wir 30 irgendwas so in der Richtung. Ja, draußen wird wieder ein Diesel gequält. 30er. So, 31 dürfen wir haben. Das 30er sollte jetzt nicht mehr durchgehen. So, ah, das sehe ich ja wunderbar. 30er geht nicht durch. Und 30er, na, wo bist du? Da bist du. Da geht nicht durch. Passt. So, und jetzt kommt noch die Nummer 3. Mache ich ohne euch. Wird aber genauso ausfallen. Resultat kommt gleich. Weil jetzt muss ich hier dazwischen und ihr würdet ihr eh nichts sehen. Oder kriege ich das vielleicht sogar hin? Ich glaube, ich kann es euch zeigen. 1, 2, 3. Lampe. Und Katzenohrstellung. So. So. Da sind wir 1, da sind wir 2, dann ist das 3-3. Katzenohrstellung. Jawohl. Und da, wenn man da, ich weiß nicht, ob ihr das seht, wie da die Nocke steht. Das passt also. Dann haben wir hier jetzt 030 Auslass. Lampe. Und dann muss ich nur hier dazwischen kommen, da rein, da sehe ich das Ventil und von hier durch sehe ich die Nocke oder auch nicht. Mal von der anderen Seite probieren. Es soll ja nicht heißen, ich würde hier irgendwas verschönigen oder sowas. Ja, von hier ist es besser. Von hier sehe ich genau drauf. So. Oh, wo ist denn mein, wo ist mein Blatt? Oh, da ist es. Und da ist die Nockenwelle. Ja, geht nicht durch. Und jetzt hier, das wird ein bisschen kritischer. Weil das ist ja... So, Auslass, Auslass, Auslass. Auslass, das muss von hier durch. Ja, da kann ich schimmern sehen. Geht nicht durch. So, und da haben wir 24. 22, also 23. 23 muss durchgehen. Wo bist du? 15, 18, 20, 23. So. 23. Verölte Finger. So, komm her. Das ist nicht die Nocke, das ist nur der Teller. Ja. So. Saugend. Und hier, Alter, ist das eng. Und
Und hier geht auch saugend. Irgendwo hänge ich, ja, mit meiner Schraube von meinem, saugend. So, jetzt habe ich hier das 22er Blatt, das muss beim Einlass, darf es nicht durchgehen. Wo bist du, Ventil? Du bist da. Nein, geht nicht durch. Jetzt von hier. Da ist der Teller. Na, geht nicht durch. Dann brauchen wir 15. 15 muss durchgehen. So, 15. So. Wieder die Lampe und zielen. Wo ist das Ventil? Da. 15 geht durch. Und hier, da ist das Ventil. Nein, bleibst du da? So. Jawohl, 15 geht durch. So, also Ventilspiel passt, ist in der Toleranz. Genaues Maß, wie gesagt, brauchen wir ja nicht. Und jetzt mal den Rotz hier sauber machen, inklusive den öligen Fingern. So, ihr Herzallerliebsten. Jetzt müssen wir darauf achten, dass diese Führungsstifte alle da sind, was sie sind. Dann kommen jetzt mal 1, 2, 3, 4, 4 mal neue Kerzenschachtdichtungen. Jetzt ist nur die Frage, mit dem hier nach unten. Die hat hier so eine Metalllasche, ja, und die muss hier nach unten. Sauber gemacht habe ich alles, soweit es in meiner Macht steht. Chirurgische Präzision ist was anderes. Aber Zweckerfüllung. So, da müsste der, wo ist er? Da. Da müsste er drauf. Hier und da sieht man es einfach schlecht. Aber mit der Puzzle Gfuil, mit Fuil Gfuil kriegt man das hin. Ich gehe auf die andere Seite. Mittlerweile ist es hier auch sehr angenehm warm, so wie ich das gerne hätte. Dann zaubern wir das Ding da rein. Die Zündkerzen sind bestellt, die kommen. Also was die kosten, die CR9EXPA, die drin waren, die werden wir nicht verwenden. Wir werden Iridiumkerzen nehmen. Ja. Die kosten bei Lewis nur in Anführungszeichen 12,99 Euro. Aber ich müsste nach Villach fahren. Und wenn ich die Wegstrecke bedenke, natürlich könnte ich sie bestellen. Da kommen noch Versandkosten dazu. Also machen wir es hier über den Großhandel. Kosten halt ein paar Euro mehr, aber was soll's. So, jetzt sind wir soweit. Jetzt kommt die Geschichte mit dem Ventildeckel. So, exemplarisch zeige ich euch, wie das geht. Hier so einen kleinen Tupfer drauf und dann hier rumfahren. Und hier hin. Und dann mache ich das ja gerne mit dem Finger. Kann ich eigentlich gleich den Finger nehmen. Gibt zwar eine Jenseitssauerei, aber was soll's. Zwei, andere Seite. Mache ich ohne euch. Ich schleife hier nicht immer die Kamera hin und her, nur weil ich hier Dichtmasse auftupfe. Es ist im Übrigen 2 Stunden später. Ja.
von der Ventilspielkontrolle bis jetzt. Wir haben noch einen kleinen Service an unserem Citan gemacht, Mercedes Citan Firmenfahrzeug. Ja, und wenn ich das richtig mitbekommen habe, zeige ich euch gleich, sobald ich die Pampe von meinen Fingern weg habe. Weil jetzt muss es etwas schnell gehen. Jetzt müssen wir schauen. Diese Ventildeckeldichtung hat eine Einbaurichtung. Die hat nämlich hier, seht ihr das? Da solche Ausbuchtungen, die sind auf der Einlassseite. Das heißt, das ganze Ding muss so rum drauf. Das hier ist der Kettenschacht. Also einfach mal hier durch. Und dann aufgelegt auf den nicht, wie ihr es vielleicht sonst kennt, auf den Ventildeckel, sondern die kommt direkt auf den Zylinderkopf. Ja, die hat eine Führung. So, andere Seite. Weil in einer halben Stunde muss ich wieder hinaus. Den Citan fertig machen und wie gesagt, ich habe eventuell, ich gehe jetzt einfach davon aus, dass das nicht nur Gerede war von meinem Chef, das kenne ich nämlich nicht. Ich bekomme ein Firmenauto. So, darauf achten, dass die Dichtung richtig schön hier drin sitzt, kann man relativ einfach kontrollieren. Zeige ich euch, wenn ich es denn zeigen kann. Wenn ihr jetzt hier durch die Flucht schaut, muss die gerade sein. Und das ist sie, auch wenn es vielleicht auf dem Video, ich kann das so schlecht auf dem Monitor erkennen, ja, die muss hier drin sitzen. So, dann haben wir alles soweit vorbereitet, bis auf die diese Dichtungen, Metallseite nach oben. Die kommen natürlich auch neu. Die haue ich mal eben geschwind raus. Also nur damit ihr seht, dass ich da was tue. Ja. Dass ich es auch tue. Es soll ja solche Leute geben, die sagen, ich würde meine Arbeit nicht richtig verrichten, nur weil ich es nicht auf Video zeige. Ja. Gott soll richten. Aber der Ventildeckel, Freunde, den werde ich noch mit Bremsenreiniger abspülen. Gesagt, getan. Und dann kommt der hier drauf. So. Und das Einzige, was man jetzt achten muss, dass alles verschraubt wird, wie es verschraubt wird. Ne? Da ist keine Passung in der Ventildeckeldichtung. Da ist gar nichts drin. Dichtung, Schraube und die Ventildeckelschraube anziehen von Hand. Wenn ihr Dichtmasse auftragt, ich habe jetzt eine Dichtmasse, die nicht schnell anzieht, die braucht ein bisschen, aber es gibt Dichtmittel, die relativ zügig aushärten oder zügig ablüften oder wie immer man das jetzt nennen möchte, dann müsst ihr halt ein bisschen zackiger mit der ganzen Montage sein. Ich lege jetzt erstmal hier die Ventilschraubendichtungen ein und stelle fest, eine fehlt mir. Warum fehlt mir eine? Habe ich in der Hand. Gut. Passt. So, jetzt kommen hier die
die ganzen Schrauben rein, ansetzen von Hand. Kann etwas tricky sein, bis man das Loch findet, wo sie reingehören. Aber das geht schon. Und wie gesagt, diese Dichtungen mit der Metallfläche nach oben. So, einfach einschrauben. Hier ist es natürlich furchtbar eng. So, die schraube ich jetzt mal so pro forma von Hand runter. Die kriegen dann 10 Newtonmeter laut Werkstatthandbuch. Und dann ist gut. So. Ja. Der Ventildeckel, der hat einen Schlitz, wo man normalerweise so eine Dichtung einsetzt, aber die Dichtung hat das nicht. Die Dichtung wird auf den Zylinderkopf aufgelegt. So, das war dieses. Jetzt brauche ich die 10er Nuss. Wo habe ich die? Da. Und die kleine Ratsche, dass ich die mal so vorziehen kann, dass ich mit dem Drehmomentschlüssel sauber arbeiten kann. Man kann jetzt umständlich hergehen, das ganze Ding über Kreuz anziehen. Ist aber in diesem Falle, da es eine aufliegende Geschichte ist, wo sich nichts verziehen kann, nicht so wichtig. Ich mache es aber trotzdem so pro forma. Zuerst die vorderen äußeren und eine innen, dann kommen die äußeren und dann die inneren. Habe ich denn überhaupt Ton? Habe ich Ton. Ausnahmsweise mal richtig gemacht. Gut. Jetzt brauchen wir einen Drehmomentschlüssel. Ich will es ja richtig machen. Obwohl, ganz ehrlich, unter uns gesagt, wer das Gefühl für 10... Wer das Gefühl für 10 Newtonmeter, 25 Newtonmeter, 49 Newtonmeter und 120 Newtonmeter nicht im Gespür hat, sollte einfach nicht schrauben. So. Einmal. Zweimal. Ich mache zuerst die äußeren. Und dann die inneren. Mal ehrlich, kaum Platz. Dahin. Ah, gerade so. Ratscht jetzt mein. Gut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Passt. Fertig. Ich schaue jetzt aber trotz alledem nochmal nach, ob ich richtig bin. Anzugsschrauben für Zylinderkopfdeckel 10 Newtonmeter und Prallblechschrauben 10,5. Die gibt es hier aber nicht mehr, weil die ganzen Halter abgerissen sind. Ja. Gut, gut. Jo. Und mit dem Rest muss ich jetzt warten, bis ich meine Zündkerzen bekomme. Weiter geht's mit den Zündkerzen, die ich gerade bekommen habe. Diesen Zange. Ab und zu geht's schwer. Die müssen runter bei der Maschine.
Das mache ich mal eben kurz bei allen vier. Und dann werden wir sie versenken. Ich nehme immer die Kerze, dann halte ich die hier so mit dem Finger fest und lasse die runtergleiten, ohne dass da irgendwas passieren kann. Exemplarisch mache ich mit euch die äußere. Bei den inneren kämpfe ich dann alleine. So. Sind Iridiumkerzen CR9EIX. Die CR9EXRP oder so ähnlich, die gibt es nicht mehr. Die sind ersetzt worden durch die Iridiumkerzen. So, dann drehen wir die hier rein von Hand. Was eine Weile dauern kann. Es gibt Leute, die schmieren das Gewinde mit Keramikpaste, Kupferpaste oder sonstiges ein, also ganz, ganz zart natürlich. Kann man machen, wenn man beim Herausdrehen der Kerzen ein quietschendes Gewinde hat. Ich komme da schlecht hin mit den Fingern. Vorher alle mal anlegen. Und dann kommt das Besondere bei diesen Kerzen und bei diesem Motor. Ja, ist ein langes Gewinde. Das dauert. So. Jetzt muss man hier ein bisschen tricksen. Zuerst den hier rein und dann den hier drauf. Also die Verlängerung, sofern man bei dem Ganzen hier von einer Verlängerung reden kann. Das Leben ist hart und grausam. Also ich mache das jetzt mal. Und dann komme ich wieder zu euch. So, und wieder eine Stunde später. Also heute ist der Tag der Stunden. Aber jetzt bin ich ganz für euch da. Letzte Kerze. Bevor ich euch den Trick zeige. Ein Drehmomentschlüssel, die Kerzen bekommen nur 13 Newtonmeter. Ja. Und ich mache das so, dass ich hier, habe ich überhaupt Ton? Habe ich Ton? Ja, gut. Ganz sachte und ganz langsam ziehen, ganz sachte. Wenn man es zu schnell macht, knackt der viel zu früh. Ja. Da ist ja eine Dichtung drauf auf den Kerzen und die muss sich zuerst setzen. Tack. Ja, so sollte man es nicht machen. Aber es ist passiert. Aber das ist ja Proxon-Werkzeug, das hält das ja aus. So, das war's. 13, damit ihr auch seht, dass ich euch keinen Schmäh erzähle. Ja. Kann man es erkennen? Ich hoffe, 12, 13 Newtonmeter, hier unten ist die Skala auf 0. Hoffe ich, nee, auf 1, 12 und dann plus 1, 13, so rum war das. Gut. Dann fummeln wir mal wieder diese Kerzenstecker rein, wie ich es gesagt habe. Hier so nach vorne. Und dann hier hinten mit dem Finger die Gummidichtung ganz sanft nachschieben. Ein bisschen drehen und dann geht sie schon rein mit den Anschlüssen nach hinten und durchschieben, bis es klackt. So, und dann kommt die hier auch wieder nach demselben Prinzip. Schauen, wo hält hier der meiste Platz ist und dann hinten auf das Gummi draufdrücken. Und hierher ziehen, ja, und dann geht irgendwann das Ding hier rein. Autsch. Ah.
Das lag jetzt aber nicht daran, dass ich zu arg gedrückt habe, sondern einfach an meinen Gelenken. So, die ist dann überhaupt kein Problem. Die 1er. Klack, schön kräftig nach unten drücken. Und die letzte äußere geht genauso wie die 1er. So. Klack. Der letzte Klack muss sein, sonst hat sie keinen richtigen Kontakt. Von der rechten Seite habe ich es gemacht. Von der linken Seite. Und der muss jetzt da wieder rein. Und das ist etwas tricky. So schräg ansetzen, dann hinter den Ventipflufter und hier an den Schläuchen vorbei. Also zumindest an dem einen hier. Also hat man es gesehen, ja, ne? Und dann hat man die Hälfte der Miete eigentlich schon geschafft. So, und dann ist da unten irgendeine Leitung, das ist der Chokezug. Der ist ein kleines bisschen im Weg, den kann man ausbauen, aber muss man nicht unbedingt. Das ist nur dieser eine Haltezapfen, wo keine Schraube mehr da ist. Oder ist die da? Keine Ahnung. Muss ich mal schauen, es war auf jeden Fall nicht angeschraubt, das Teil. So, jetzt haben wir da wieder das Problem. Wo ist das Gummi? Da, unter dem Gummi durch. Es ist eine Fummelei, ich sag's euch, weil man überall schauen muss, wo eckt man an, wo eckt man nicht an, wo geht's vorbei, wo geht's nicht vorbei. Deswegen ist das Ding auch gerissen, mit Sicherheit, weil da irgendeiner mit brachialer Gewalt rangegangen ist, gesagt hat, das muss gehen und zieren und zerren und machen und tun. Und dabei macht man halt mehr kaputt als richtig. So, jetzt muss ich hier schauen. Da stehe ich irgendwo an. Hier ist es halt gerissen, ne? Da kann ich auch nichts dafür. Das war so, das ist so und das bleibt so. Was soll ich denn da richten? Da kann ich nichts richten. So, und dann kommt das hier so drauf. Das ist nur eingelegt und normalerweise hat es hier eine Verschraubung, die ist halt nicht mehr da. So, das sind die Kabel, die kommen dann hier rüber. Da muss dann nachher ein Kabel dazwischen. Und die beiden müssen hier irgendwie so, das ergibt sich, habe ich festgestellt. Das geht dann nur in eine Richtung. Dann haben wir hier Führungshülsen in irgendeiner Art und Weise, wo dieses komische Plastik da einschnappst. Und das ist der Halter fürs Peersystem. So, hier sind wir überm Schlauch, da müssen wir unter den Schlauch und schon sitzt das Ding. Es hat hier so Führungsnasen, das sieht man, wenn man es zusammenbaut oder ausbaut. Gut, das wäre jetzt also drin. Da steht hier so weit rüber und hier ist es halt gebrochen, aber da kann ich auch nichts ändern. Dann kommt jetzt der Deckel vom Peersystem drauf. So ist richtig. Einmal habe ich das Peersystem auf die Seite rausgezogen oder auf die andere Seite. Das weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Auf die andere Seite, also das hier, kommt später. Dann kann ich das Teil hier schon mal reinwürgen. Drüber wischen, abwischen. So. Das Teil.
Teil so oder so. Wie war das? Der Anschluss ist da hinten. Gut. Also so rum einbauen. Das Teil hier lässt sich bewegen. Also sollte jetzt nicht das großartige Thema darstellen. Das kommt dann hier rein. Und der Rest macht dann nachher die beiden Gegenschläuche vom dem komischen Teil. Und hier ist irgendwo das Loch, wo dieser Schlauch rein muss. Im Rahmen. Und dann der kleine Unterdruckschlauch. Das ist der hier. Wo ist noch da drauf? Das ist ein Gewürge, ja. Aber nichts, was man nicht hinbekommt, wenn man sich ein kleines bisschen bemüht. So, jetzt müssen wir das Ding in Position bringen. Dass das da reinkommt. So, voller. Jetzt kommt da der Schlauch drauf. Einfach drauf schieben. So. Ja, wenn es denn gehen würde. Einfach ist gut. Jetzt hat es geschnappelt. Jetzt hat es geschnackelt und passt. Sehr fein. So, einmal. Die werde ich gleich nach unten zwirbeln. So. Und bei der zweiten muss man ein kleines bisschen ums Eck denken. Man kann auch zuerst die Schrauben reinmachen und dann den Schlauch drauf, aber das ist dann beim zweiten. Beim zweiten Anlauf ist ja schon wieder verkehrt. Himmel, Arsch und Zwirn, hatte ich jetzt beinahe gesagt. Das hat so gut ausgeschaut. So, einmal um 180 Grad drehen. Das Deckelchen. Und festschrauben. Zweimal geschaut, wie es drauf kommt und erst wieder verkehrt. Tja. Was ich jetzt gemerkt habe, dass ganz einfach diese ganze Auflagefläche nicht stimmt. Der Schlauch muss also nochmal ab. Das geht ja Gott sei Dank, dass man an die hintere Schraube rankommt. So. Ich zeige euch das an dem PER-System. Beziehungsweise auf der linken Seite zeige ich es euch. Rechte Seite mache ich ohne euch. Ist genau das Gleiche. Weil dieses Video so unnötig in die Länge ziehen, möchte ich auch nicht. Es wird eh lang genug. Wo ist meine 10er Nuss da? Und ich nehme keinen Drehmomentschlüssel. Wenn ich nach 35 Jahren Schrauben das Drehmoment nicht raus habe, dann läuft in meinem Job irgendwas verkehrt. So. Ach so, Moment, haha. 12,5 Newtonmeter. Liegt meistens so zwischen 10 und 11 Newtonmeter, aber bei so einem speziellen Fall 6, 10, 11, 12, 13, 2, 4, 6. 12,5 hingestellt. Bin ich mal gespannt, wie viel das noch ist. Ja, also das war nicht der Rede wert.
Das waren so 10,5 bis 11. Und jetzt brauchen wir halt 12,5. Ja. Ja. Ja, da war schon ein bisschen mehr. Ja, da waren es 10 Newtonmeter. So, jetzt muss hier unbedingt der Schlauch drauf, sonst gibt es eine Katastrophe. So, wenn ich es richtig gehört habe, ist gerade der Alex vorgefahren. Ja. Gleich, Alexander, gleich darfst du rein mit deiner Transalp. So, ist drin. So, Kabelwurst verlegen. Der ganze Kabelbaum hat hier einen Halter. Dann muss das hier darüber. Das ist für die Zündspulen. Das ist für den hier, denke ich. Also bin ich. So, da haben wir dann den Stecker, denke ich, nein, ja, das, da kümmern wir uns gleich drum, das ist der hier. Da kümmern wir uns gleich drum, das ist der hier, das müsste der sein, ist es nicht, ist es auch nicht, egal, jetzt geht es erstmal hier drum. Hier drüber reden wir die ganze Zeit. So, hier ran, da rein. Du musst da weg. Du musst hier hoch. So, und dann muss der hier einmal rumgeschlungen werden. So, das ist der Stecker dann für hier. Das heißt, wir müssen noch ein wenig rauskitzeln an Leitung. Das ist der Drucksensor. Da habe ich schon beim ersten Mal, als ich das Ding ausgetauscht habe, rumgeschissen. Und wenn da der Stecker drauf ist, ist auf einmal genug Platz hier. So. Und der kommt dann wieder hier rum. So. Das brauchen wir noch nicht. Das brauchen wir noch nicht. Und jetzt stecke ich hier die Zündspulen ein. Richtig rum, Martin. Einmal. Da ist der zweite Stecker. Klack. Andere Seite 3 und 4. Das waren jetzt also diese Stecker und das geht jetzt, dieser Kabelbaum geht jetzt hier in solche Halter hier, in die Führung rein. Ja. Wenn ich es euch zeigen könnte, Leute, ich würde es gerne zeigen, aber da ist so eng. So, ist schon drin. Gott. Dann wäre das erledigt und jetzt kommt, wo habe ich das Gummi hin? Hier drüben. Und jetzt kommt hier noch so ein Kondom drüber. Das ist auch noch so ein Späßchen, bis das Ding da drin ist. Ja, was tut man nicht alles? So, einhängen. Da hat so Rastnasen. Ich kann euch eine vielleicht mal zeigen, wenn ich das denn rausfinde, wie ich das zeige. So, da sind wir drin. Hier stört mich irgendwas. Was stört mich da? Gar nichts stört mich da, weil das ist die Rastnase. Die muss da sein. Und dann haben wir hier die Nase und da die Nase. Also hier
sind diese Nasen. Und da muss man das Gummi so rüber ankippen und dann so einrasten. Ja. Und wenn man das nicht richtig macht, dann hat man solche Geschichten hier. Ja. Also die ist auch noch gut, na, die ist auch gerissen. Das Gummi hier, also es geht nicht, es ist, wenn es gerissen ist, ist gerissen. Da kann ich machen, was ich will. Ich kann das zwar einhängen, aber es wird nicht da bleiben, wo es hin soll. So. Das ist halt so. So, dann haben wir hier einen Stecker. Dann haben wir hier einen Stecker. Und irgendeiner geht hier durch. Den habe ich jetzt mit eingebaut. Der muss hier raus. So. Komm her. So. Das ist der, das ist der. Und das ist, der muss auch oben drüber. So, das ist der hier. Nein, ist er nicht. Das sind die ganzen Leitungen für die Seitenverkleidung. Das kommt, da ist normalerweise ein Haltepunkt. Der kommt da drauf. Der einzelne rote kommt so rüber. So. Das ist der kleine weiße. Und hier ist der schwarze mehrpolige, so rum, Lenkerarmatur oder was könnte das sein? Jo. Gut, das ist so. Da kommt nachher ein Kabelbinder her, den habe ich weggemacht. Dann haben wir den Stecker für den Stecker, der ging hier hoch, das ist der hier, der ging dahin und das war der da durchgeht. Gut, da gibt es keinen Ankerpunkt mehr, weil da wie gesagt dieser Zapfen abgerissen ist. Dann haben wir hier noch einen einzelnen Stecker. Wo bist du hingekommen? Da. Das ist dieser hier. So. Dann machen wir hier einen Kabelbinder drum. So. Hier jetzt also. Da war auch ein Kabelbinder. Den schieben wir da durch. Normalerweise ist da so eine Kunststoffhalterung genau an diesem Fleck. Das ist aber geändert. Dieses Kabel nehme ich mit rein. Das ist vom. Ist das richtig rum? Nein, das ist nicht richtig rum. So rum. Vom Schalter für Bordelektrik, glaube ich. Also Zusatzelektrik. Das Teil da. Ja. Den nehme ich mit da dazu. So. Gut. Dann kommt der Stecker. Der geht nicht da durch.
Da brauchen wir noch einen Kabelbinder. Und gleich einen Seitenschneider mitnehmen. Ein, mit Sicherheit ein ellenlanges Video. Deswegen werden wir da gleich, wenn ich mit dem Abschnitt fertig bin, mal ins nächste steigen. So. Zack. Dann ist das hier aus dem Weg. So. Und dann hätte ich gerne noch die drei hier zusammen. Die drei hier zusammen. Nee, das kann ich so nicht machen. Den hätte ich gerne so. So sieht das gut aus. Das ganze Gedönse hier werde ich hier zusammenfassen. Dann hält das am Hauptkabelbaum, allerdings nicht so fest. So, so, so würde ich sagen, passt das, dann ist das da aus dem Weg. Feini, feini. So, jetzt die hier, da bin ich dran. Die ist lose, warum auch immer. Ach nee, ist ja logisch, zwecks der Front. Frontmaske. Auf der anderen Seite fehlt sie noch. Das Rohr. So. Den müssen wir dann auch noch gleich verlegen. Gut, sind wir jetzt hier soweit fertig, dass das hinhaut. So, der, das kommt dann so, ja, so da rein. Und dann ist das hier alles schön verdeckt. Hier kommt ja dann nachher die Seitenverkleidung hoch. So, das gefällt mir, das ist gut so. Den legen wir mal da oben hin. Ich möchte dem Wunsch entsprechen, er möchte hier keinen zusätzlichen Stecker haben. Warum auch immer. So. Das ist der Ausgleichsbehälter. Da geht der Schlauch hier hoch und dann, wo geht der hin? Wo geht der durch? Der geht da durch. Auf die andere Seite rüber zum Kühlerdeckel, in Richtung Kühlerdeckel. So. Ja. Dann müssen wir nur schauen, wo ist der Schraubpunkt? Der ist einmal da und einmal da. Einmal hier geschraubt und einmal da geschraubt. So. Dahin. Der Schlauch ist dahinter. Der macht hier den Bogen. Passt. Jetzt einmal unten festschrauben oder ansetzen. So. Und dann einmal hier unten ansetzen. Gut. Ja. Ja, ihr Lieben. Kawasaki ZX12R. Gesehen habt ihr, Fehlercode auslesen, wo das Ganze sitzt und wie man es ausliest, mit was man es ausliest. Ihr habt gesehen, Ventilspielüberprüfung, neue Dichtungen, neue Ventildeckeldichtung, neue Schraubdeckel, neue Schraubdichtungen und ein Teil vom Zusammenbau. Den weiteren Zusammenbau, den seht ihr im nächsten Teil.
dass dann vermutlich der vorletzte Teil dieser Reihe ist. Der letzte Teil wird auf jeden Fall der Ritt auf der Kanonenkugel. Ja? Schauen wir mal, was draus wird. Und wer nichts wird und wer nichts kann, der geht zur Post oder Bundesbahn. Ihr Lieben, schwarzer Daumen nach oben. Vielen Dank für eure zahlreichen Kommentare. Rechtes Eck. Schauen wir mal, erster Teil. ZX12R oder irgendwas von der silbernen ZX12R. Lasst euch überraschen. Und im linken Eck hätten wir das Abonnement für die zukünftigen neuen Gemeindemitglieder. Einmal draufklicken wäre kostenlos. Und nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren. Bleibt ihr auf dem Laufenden und YouTube schlägt euch auch weiterhin unsere Videos vor. Dann bleibt mir nichts weiter zu sagen als bleibt uns gewogen. Für euch. Baba. Er von und zu. Mama, winke, winke. Er von und zu. Machen Sie mal winke, winke. Kommen Sie mal ein bisschen. Kommen Sie mal ein bisschen hier zu. Oh ja, okay.